Und weiter geht es mit einer besonders bombig knusprigen Folge Meet Your Maker. Wir sind ja fast mit unserer Ultra Base fertig, wenn man die Ultra Base nennen kann. Ich weiß es nicht. Die wird auf jeden Fall definitiv relativ cool. Ich würde aber sagen, was mir noch so kurz eingefallen ist, ich werde hier auf jeden Fall auch noch eine Hornisse platzieren. Für mich ist das alles so ein bisschen unsicher, Leute, ja. Ich werde die einfach hier platzieren. Dann kriegt ihr auch ein bisschen Rüstung. Vielleicht hier so. Und dann wartet die einfach hier in der Ecke so. Obwohl, nein, nein, warte mal. Könnt den ja auch von hinten überraschen hier so, ne? Oder? Macht mal so eine Patrouille einfach. Fliegt dann einfach hier so hin und her. So wird schon passen. So, dann können wir jetzt in Ruhe weiterbauen. Also, wo sind wir stehen geblieben? Also, wenn es eine brutale Base wird, kein Problem. Wenn eine gefährliche, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Weil eigentlich habe ich mal Bock drauf, eine richtig brutale Base zu bauen. Und jetzt würde ich sagen, brauchen wir hier auf jeden Fall einen engen Gang. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob lieber brutal oder ihr wisst schon was. So, dann müssen wir aber erstmal hier jetzt. Jetzt mal bis hier hin. Reicht das? Hier möchte ich ja ganz gerne meine Falle haben, aber dafür ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen. Wie könnte ich das am besten machen? Vielleicht dann doch lieber. Hier und dann machen wir so ein Ding machen wir. Ich glaube, das wäre am besten, ja. Machen wir die Dinger hier auch noch hin. So. Hier muss auf jeden Fall einer noch höher. Sonst würde das nicht aufgehen. Machen das erstmal so. Schöner können wir es immer noch machen. Schöner geht immer noch. Warte mal, müssen wir auch den hier machen, natürlich. Selbstverständlich. Dann hauen wir noch mal so ein Ding hier hin. Und dann muss es hier schön eng werden, ja. Zack. Obwohl, was wenn wir jetzt noch mal hier? Würde das gehen? Glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Oder? Ich weiß es gar nicht. Hier so eine Falle. Vielleicht für den Rückweg. Für den Rückweg wäre das ganz cool. Ich glaube, das ist eine fantastische Idee, Leute. So, und dann bauen wir jetzt erstmal den Weg hier runter. Falsch. Was mache ich denn da? Was mache ich denn schon? Hey. Schon wieder. Also warte mal, irgendwas blockiert hier, glaube ich, ne? Ach.
Okay, dann muss ich das hier auch ein bisschen anders machen. Dann müssten wir das Ganze so, so und so bauen. Alles klar, dann würde es funktionieren. Hier muss er natürlich auch zu sein. Genauso wie hier. Rückweg, dann hier, bam, 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 und Bomben. Ja, ich glaube, das gefällt mir. So, so. Zack und zack. Bam, bam. Müsste es jetzt auch zu sein? Warte mal, würde das so gut gehen? Warte mal, ich teste das einfach mal. Jetzt nochmal einen kleinen Test machen, Leute. Ich muss mal testen. Ja, perfekt. Ah, sehr gut. Hab ich einen guten Schuss gemacht. Also, wir stellen uns vor, dass das zu wäre. Dann hör. Oh nein! So könnte man machen. Wenn er nicht weiß, dass das oben ist. Falls doch, dann. Hahaha. Hier haben wir das so. Okay, hier muss er zugemacht werden. Alles klar, das könnte klappen, aber wir werden auf jeden Fall ein paar blockieren. Aber das würde das noch ein bisschen mehr tricky machen, ne? Weil hier wird das, glaube ich, nicht so erwarten. Naja. Ich glaube, ich werde das erstmal wegnehmen. Und dann werde ich das nach der Zeit so ein bisschen beobachten. Machen wir es erstmal so. Könnten wir eigentlich hier noch so ein Ding hinbauen, ne? Oder. Ach, Kapazität überschritten. Alles klar. Ich muss jetzt zubauen. Das kann ich erst mit den nächsten Prestige-Leveln machen. Eieieiei. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Das ist natürlich nicht so gut, Leute. Jetzt muss ich ein bisschen einsparen. Muss gucken, was ich so Unnötiges weghauen kann. Nee, das muss schon da sein. Okay, die müssen aber nicht da sein. Ja, ich habe nicht so viel Kapazität hier in diesem Ding. Dann machen wir es erstmal so ein bisschen hässlich zu. Wir werden hier auf jeden Fall noch dran rumschrauben. Aber momentan geht es einfach nicht. Ich würde sagen, das reicht aber auch erstmal. Ich würde sagen, das ist erstmal genügend. Wir bauen jetzt Hauptsache erstmal zu. Den Raum hier, kriegen wir den noch zu? Ich weiß es nicht. Das wäre cool. Wir machen einfach mal. Doch, das sollte passen. Ja, können wir sogar das hier so zumachen. Passt ja schon mal so weit. So.
Schönheit wird noch später, Leute. Das passt ja erstmal. Wir müssen mal gucken, dass auch alles soweit passt. Ja gut, der eine, der lohnt sich dann da ja erstmal nicht, ne? Wir müssen jetzt erstmal die Gänge abchecken. Ja, weil sonst kommen die uns nämlich hier durch. Das wollen wir ja nicht. Machen wir das Ding hier kurz weg. Gucken, ob die ganzen Lücken zu sind. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir die auch erstmal. Und hoffen, dass die relativ schnell an Prestige dazu gewinnt. Dann können wir nämlich schon einiges mehr machen, weil hier fehlen einfach so ein paar Fallen und so, ne? Ja, hier ist aber schon gut. Warte mal, hier war doch noch mein Kollege. Den muss ich auf jeden Fall noch auf Patrouille schicken. Guck mal, seht ihr, ich verlaufe mich sogar selber. Warte mal, hier an der Ecke war Flammenwerfer. Ah, hier ist er ja. Eine gute Patrouille. Ich würde sagen, ja. Hey, warum bewegt sich nicht weiter? Ist das dein Ernst? Hallo? Oder geht da nicht mehr? Sagen, das ist schon mal ganz gut. Hier dann auch. Bababababam. Wo geht es hier noch mal hin? Ach, ich bin selbst verwirrt, Leute. Ich bin selbst verwirrt. Ich schaue mir dann noch mal von außen, ob alles okay ist, soweit. Hier war, glaube ich, nur Sackgasse, genau. Ja, uns fehlen halt ein paar Fallen, so, ne? Genau, hier geht's runter. Hier ist nämlich nicht zu. Aha. Oder warte mal, wir machen direkt mal hier so eine Geschichte. So, dann schaue ich noch mal kurz von außen, ob ich irgendeinen Schwachpunkt finde oder so. Nicht, dass die uns von irgendwo reinklettern. Soweit würde ich sagen, sieht es ganz gut aus. Aber diesmal würde ich sagen, er muss hier auf jeden Fall ein bisschen dekorieren, die Base. Damit das von vorne halt sehr ansprechend aussieht, ne? Was haben wir denn noch? Diese komischen Zeichen. Das wäre auch nicht verkehrt. Mal so ein paar drauf klatschen. Bisschen mehr Farbe. Sieht noch ein bisschen knuspriger aus. Es muss halt einladend aussehen, ne? Noch so blutigen Kram. So was hier. So ein bisschen rostiger aussieht. Warte mal, Blut. Ah, hier. Vielleicht mal den Boden voller Blut noch. Obwohl, wir haben auch andere Bluttexturen, ne? Vielleicht nicht überall dieselbe. Wir klatschen mal so ein bisschen rum.
das so ein bisschen. Aber es sieht nicht too much aus. Also ein paar Lampen hätte ich auch noch gerne. Und die sind auch gut, die Dinger hier, ne? Das hat schon irgendwas. Als ob wir hier das Ding hier komplett infiziert haben. Das alles noch ein bisschen. Oh ja. Als ob das komplett verpestet wurde hier. Mal so ein paar Dinger ranklatschen. Sieht gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Dann ein paar Lampen vielleicht noch. Oder was haben wir denn hier? Was ist das? Nein, nein, natürlich das natürlich nicht. Normal Lampengitter, nee. Vielleicht noch mehr hiervon. Ach, hier haben wir so ein. Ding und deswegen nicht, ne? Hä, warum? Ah, jetzt geht es. Ich muss jetzt nochmal dieses, was habe ich da drüber gemacht? Das Blut? Ja, alles klar. Sieht jetzt von weitem noch interessanter aus. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wir aktivieren jetzt einfach mal. Ich mache noch mal einen Testlauf. Wir haben leider nicht so viele Fallen. Aber wir schauen das einfach mal an und gucken, was wir da raushauen können. Sobald Prestige, wie gesagt, wir werden mal Fallen reinklatschen, auch wenn das auf brutal irgendwann aufgestuft wird, ist mir egal. Was man einfach schnell hier durch möchte. Werden wir hier genügend aufgehalten. Also ich spiele es so, wenn ich jetzt einfach reingehen würde. War hier nicht auch noch eine? Guck mal. Also das war jetzt, nur weil ich nach meiner Hornisse gesucht habe, hätte ich das natürlich geschafft, ohne Probleme. Ich muss auf jeden Fall irgendwie ein bisschen anders auf Patrouille schicken. Das war nicht so gut. Guck mal, die Bombe habe ich sogar auch wieder vergessen. Okay, das ist auf jeden Fall sehr gut. Also ab hier wüsste ich persönlich nicht, wo es lang geht. Sagen wir mal, der geht dann hier lang. Okay. Flammenwerfer. Den müssen wir auch auf Patrouille schicken. Die ist ein bisschen unnötig, ne? Die Falle ist so ein bisschen unnötig. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen tricky, ne? Man würde denken, okay, vielleicht die goldene Mitte. Aber hatte ich überhaupt Fallen? Hier ist ja nur diese Holo-Würfel, ne? Ja, zack, der würde da runterfallen und dann bam 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 drauf gehen. Okay. Also mit mehr Fallen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine richtige Killer-Base. Der ist schon auf dem Weg zurück. Dann sagen wir, okay, links lang. Hier, Sackgasse. Schon ziemlich das Labyrinth, ne?
glaube, das soll ich irgendwie anders platzieren. Den muss ich anders platzieren, den Dude. Also es ist die Feuerrüstung auch umsonst. Jetzt habe ich mich selber in meinem Ding fast hier verlaufen. Hier haben wir auch nichts. Hier könnten wir nämlich dann auch eine Wache auf den losschicken. Okay, und dann hier haben wir ja diese Bombenfalle hier oben. Und sagen wir mal, zack. Ach, ich muss jetzt zumachen. Okay, also wir würden das ohne Probleme schaffen, aber wir müssen... Eieiei, das wäre natürlich am allerschlimmsten. Wenn hier jetzt nicht zu wäre. So. Also ein paar Sachen haben mir da jetzt noch nicht so ganz gefallen. Die Patrouille von dieser Hornisse hier, auf jeden Fall. Warte mal, neue aufnehmen und dann los. Vielleicht auch hier oben. Ich denke, hier oben ist das ganz gut eigentlich. Das fällt hier eigentlich auch ganz gut auf. Patrouille ab. Okay, warum hat das gar nicht funktioniert mit Patrouille abschließen? Achso, weil er wahrscheinlich ein bisschen weiter zurück muss, ne? Alles klar, also. Und der hier hat mir auch nicht so ganz gefallen. Der Bro hier. Der sollte ein Ben schon wirklich hier warten. Ich glaube, der kommt da einfach nicht durch, ne? Das ist ja das Problem. Aber eigentlich... Okay, doch, jetzt geht es. Alles klar, aber vielleicht sollte der nicht so weit laufen. Jetzt hier und dann reicht er schon. Ja. Okay, und der letzte. Ich würde sagen, dann ist es perfekt, was ich hier war. Ne, hier war nur Holo-Würfel. Hier ist auch alles zu, okay. Hier beim Flammenwerfer. Die Patrouille ist ein bisschen zu. So. Ja. Ich würde sagen, das passt dann so. Ich habe jetzt nichts mehr im Kopf gehabt, irgendwie, was ich noch umändern muss. Wir sagen das schon mal ganz gut. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Fallen, Leute. Wir brauchen einfach mehr Fallen. Aber da müssen wir halt, wie gesagt, bei der Base einfach abwarten. Da würde ich sagen, jetzt sollten wir ein bisschen raiden. Die anderen Basen auch wieder auffüllen. Ist das noch aktiv? Ich glaube nicht, ne? Ne, den muss ich wieder auffüllen. Aber das ist zum Glück auch günstig. Oh yeah, ich liebe dieses Geräusch. Ja, doch, die. Also, wenn man sich die anguckt und dann sieht man, oh, gefährlich. Doch, ich finde, die sieht gut aus. Ich finde, das sieht einladend aus. Dann würde ich sagen, die Prestige machen wir hier natürlich jetzt nicht. Hier muss ich auch irgendwie mal was umändern oder so, ne? Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal. Ich möchte nämlich hier. Oh, wir würden überall so schnell Level kriegen, ne? 735 Loot. Ja. Von wegen Loot. Was soll da reingehen? Lockt er uns mit seinem Loot-Angebot. Hier würde ich eigentlich... sieht aber auch nicht so geil aus. Warte mal, wir schauen mal, ob irgendwas richtig Cooles da ist. Hier habe ich mal einfach aufgehört, ne? Den sollte ich vielleicht auch mal zu Ende machen. Den Kollegen. Alter, nee, das Skillbox sehe ich doch direkt auf den ersten Blick. Das sieht schon interessanter aus, aber so viel Kriegstreiber. Das sieht geil aus. Das wäre eine brutale Base, wo ich vielleicht reingehen würde, aber ich will jetzt einfach nur noch was Schnelles machen eigentlich. Deswegen würde ich sagen... Ja,
Komm, Loot. Wir lassen uns von Loot catchen. Vom billigen Ding lassen wir uns catchen, Leute. Naja, was soll's. Was soll's? Gehen wir da jetzt einfach mal rein. Vielleicht ist er. Naja. War ja klar, dass da kein Free Loot sein wird. Baller bestimmt nicht meine Pfeile da rein. Oder Schüsse, was auch immer. Ja, der blockt die halt mit dem Ding, dass da halt Blut steht, ne? Jetzt fällt mir das komplett hier runter. Das hätte er wenigstens anders machen können. Bin ich hier ganz unten, ey. Naja. So, war das jetzt hier, wo ich war? Hier war auch noch ein Ding. Ich weiß nicht, ob da hinten auch noch was liegt, aber ist jetzt auch egal. Okay, hier haben wir schon gelootet. Ah, sehr gut. Ist, glaube ich, nichts daneben gefallen, ne? Also, es war schon mal keine Lüge. Loot ist auf jeden Fall da. Gratis. So. Aber warte mal, meine Grabstätten, habe ich die alle freigebaut? Muss ich nochmal gucken. Das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht so im Kopf. Da habe ich eine aus Versehen zugebaut. Ich meine, ich hatte da zwei, ne? Ich will schon fair sein. Alter, das war mega knapp. Ist aber sowas von knapp. Ach komm. Ach komm, hör mir doch auf. Ich werde die versuchen, alle ein bisschen so mit Nahkampf wegzuholen. Ich unnötig meine Schüsse verbrauchen. Der hätte den auf jeden Fall lieber Rüstung anziehen sollen. Was? Hey, wie hat der mich jetzt gerade getroffen? Hey, ich stand doch. Okay. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Das müsst ihr doch auch zugeben, oder? Boah. Gerade noch so zurückgeschlagen. Gerade so. So, warte mal, die Falle. Da oben können wir eigentlich auch gut machen. Gibt es wenigstens noch ein bisschen Belohnung. Also der Raum, der war auf jeden Fall schon ein bisschen tricky. Nicht schlecht. Da hinten ist doch ein Ding, oder? Ja. Das habe ich doch direkt gespürt, Leute. Okay, das jetzt nicht. Ach, das ist so ein Ding, was hier mal auflädt, ne? Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn auf einmal her? Von ganz weit hinten irgendwo, ne? Schaffe ich den? Von hier aus? Ja, sehr gut. Das hat der Ray noch hinbekommen. Ist auch wieder so ein Ding, ne? Das war irgendwie klar. Wieder dasselbe wie vorhin gemacht. Hier ist aber nichts, also die sieht nicht so aus. Okay. Er macht so Dinger, die sich aufladen.
Sie ist doch schon wieder so. Hol mir mal so ein Ding hin. Safe, safe. Im Endeffekt habe ich ja eh genug Material. Im Endeffekt habe ich mehr als genug. Hauptsache, wir gehen hier mit dem Sieg raus. Der hat die auch ziemlich schnell eingestellt, ne? Weg mit dir, Bro. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Oh. Ich glaube, sollte es gewesen sein. Ja. Eins, Level 1, das heißt, die ist noch nicht so lange. Aber spaßig, weil wir Loot bekommen haben, Leute. Das ist immer gut. Loot ist immer gut. Merkt euch das. So, was wir auf jeden Fall auch noch machen. Ich werde mir diesen Prestige-Boost auf jeden Fall noch holen. Weil davon haben wir auch 10.000. Mit unserer neuen Base auf jeden Fall schnell Prestige aufsteigen kann. Leute, ich würde sagen, das war's auch wieder mit dieser Folge. Wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao!